Hallihallo, Hallöle und willkommen bei mir im Kanal, weil Chemie zockt. Neue Aufnahme für Last Day on Earth Season 13. Kann mal schauen, jawohl, Aufnahme läuft. Ich habe es ja gestern im Livestream angekündigt. Ich wollte euch ja mal die verschiedenen Bosskämpfe hier in der seltsamen Fabrik zeigen. Wundert euch nicht, bei mir stehen die Türen schon auf. Ich habe jeden Bosskampf eben schon einmal ausprobiert, um zu gucken, ob das, was ich erzählen will, auch alles stimmt. Hier gibt es den guten Greg. Erzählen wir gleich mehr, wenn wir drin sind. Also ich mache ein Video für alle drei Bosskämpfe. Gibt nicht so viel zu zeigen, dass man da drei Videos draus machen könnte. Hier ist der erste Raum. Der kostet 2 von diesen seltsamen Schlüsseln, von diesen Zuckerstangen, wie ich dazu sage. Wenn wir, was sage ich mal, statisch mal hier nutzen. Normalerweise würden jetzt zum ersten Mal die Türen hier aufgehen. Sind ja jetzt schon auf. Und jetzt können wir eigentlich, alles was wir hier machen können, ist dieses Terminal hier aktivieren. Hier ist die Lootbox, die ist jetzt noch verschlossen. Wenn wir jetzt hier starten, geht ein Alarm los und dann kommen einfach nur ein paar Zombies. Schnelle Beißer, 2 Stück. Und ein Blablubber, nichts Wildes, kennen wir ja aus dem anderen Gebiet. Und jetzt kommt direkt die nächste Welle. Nochmal 2 schnelle Beißer und ein Blablubber. Hauen halt ganz normal, wie sie halt zuhauen. Zuhaben, keine Spezialattacken, nichts Besonderes, nichts anderes. Also 2-mal 2 schnelle Beißer und ein Blablubber. Dann können wir die Kiste hier öffnen. Eben waren bei mir auch 2 Weihnachtskugeln drin, jetzt sind auch wieder 2 Weihnachtskugeln drin. Und wir bekommen 10 Punkte für den Season Pass. Ich habe also eben Level 9 mit 0 Punkten gehabt. Habe jetzt 10 Punkte bekommen. Also wir haben 2 Schlüssel benutzt, um das hier zu starten. Bekommen 10 Punkte für den Season Pass. Dann machen wir mal hier was essen. Bei Greg, ich würde sagen, ich ziehe mal frische Klamotte an. Dafür habe ich sie ja mitgenommen. Frische Klamotte, los geht's. Der ist dann hier. Kostet 4 Schlüssel, das Ganze zu starten. Hier gibt's, boah, gibt's auch nichts Tolles zu beachten. Greg kennen wir ja schon von früher. Da war er auf der Farm gewesen. Der spuckt zwischendurch, macht ein paar Giftpfützen auf dem Boden. Na gut, das hat er uns getroffen, 16 Schaden gemacht. Das soll natürlich nicht durchlaufen, macht jetzt mal 20 Schaden. Ich habe mir eine Glock eingepackt, weil jetzt kommen ein paar Parasiten angelaufen. Wir haben, ihr seht, schon 100 Leben. Ich lasse mal einen durch, den da oben. Greg hat 710 Leben, der kriecht jetzt hier durch die Ventilation. Und zack. Oh ne, bei dem passiert gar nichts, okay. Das ist ja nur die grünen Parasiten. Jedenfalls heilen die Parasiten den guten Greg. Jetzt kann ich nicht mit den grünen Parasiten. Ach, den Greg wollte ich noch mit der Machete hauen. So, 466 Leben. Glock in den Finger. Was ist denn nur die? Habe ich gerade einen grünen oder einen roten durchgelassen? Ich mach mal. Habe ich denn jetzt. Ne, da oben kommt er rein, genau. 466. Okay. Also kann man die grünen anscheinend durchlassen. Ich lasse jetzt gleich mal einen roten durch. Ah, verdammt nochmal. Ja, komm, Greg, verzieh dich. Machete für gleich. Und roten wollte ich durchlassen, ne? Da ist ein roter. Ach genau, die kriechen halt über Kreuz. Ah, jetzt wollte nur einen roten durchlassen. Ah, zu spät. Greg hat 177 Leben. Ah, zack. Ah, die roten. Okay, dann sind es nur die roten. Die roten heilen Greg um jeweils 100 Punkte. Also aufpassen, also die roten. Jetzt schieße ich ihn ja doch mit der Glock kaputt. Ich wollte ihn doch mal. Okay. Und jetzt stinken wir, das ist ja total egal. So, und das war halt Greg. Der hat dann, oh ja, 3 Kügelchen, eine Lichterkette, ich weiß ganz was er eben dabei hatte und so ein komisches Fragmentding hier dabei. Also da ist im Prinzip, ja, wichtig, nicht im Spucken stehen, nicht in den Pfützen, dann nachher reinlaufen. War ja früher, als der noch auf der Farbe rumlief, hat er ja Spiegelbilder von sich gehabt, die auch alle Pfützen auf den Boden gelegt haben. Und ich weiß gar nicht, ob er sich heilt, wenn er da durchläuft. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ansonsten kommen hier 2 Parasiten, die über Kreuz drüben in die Ventilation reinlaufen. Hier kommen welche raus, die da drüben reinlaufen. Am besten dann hier hinten positionieren und die kaputt schießen. Die roten, wie es jetzt gerade aussah. Die roten heilen ihn, die grünen machen gar nichts. Okidoki haben wir das auch geklärt. Ich habe gedacht, man müsste alle Parasiten kaputt machen. Oh, die Glock ist jetzt für den Arsch. Okay, machen wir das so hier. Ah ne, das können wir ja mal so lassen. So, würde ich sagen, gehen wir noch zum dritten und letzten Event-Boss hier. Der ist dann hier in dem Raum. Hier in den Kisten sind Zombies drin. Da sind 3 drin. Da oben sind 3 drin. Jeweils auch wieder 2 schnelle Beißer, ein Blablubber. Und hier unten
Der gute Klaus wird gleich 800 Leben haben. Bei 600, bei 400 und bei 200 Leben ruft er jeweils ja, Hilfe. Dann gehen drei hier die Kartonskisten auf. Er selber hat einen Schrei, der uns betäubt. Und haut halt eine ordentliche Kelle raus. Aber Chemie, wenn er nicht schon wieder einen Bug, einen Glitch hätte. Es gibt hier wieder so einen God-Mode-Spot, der uns hier vor sämtlichen Angriffen schützt. Ähnlich der Türtrick im Bunker oder auf der Farm, wo wir es alle kennen, mit den wütenden Riesen, wilden Riesen. Hier sind wir sowohl vor dem Schrei sicher als auch vor seinen Schlägen. Das heißt, hier können wir ganz easy, wenn wir das so wollen, mit der Machete ihn erstmal runterprügeln. Ich habe mir trotzdem... Oh, da müssen wir natürlich aufpassen. 25 Schaden macht er in Militärklamotte. Ja, auch nicht wirklich wild. Ich wollte noch gerade einmal zeigen, was passiert. Entschuldigung. Ja, betäubt werden. Also wir müssen immer aufpassen, dass zwischen uns und ihm halt hier Regal ist. Das kennen wir ja aus Bunker Bravo von dem Dr. Dredd, heißt er glaube ich auf Englisch. Er betäubt uns halt. Und wenn wir halt so ein Regal zwischen uns haben und ihm, ne, dann hören wir das nicht, wenn man so will. Und wir werden nicht betäubt. Ist das so ein betäubender Schrei oder was? So. Und wie gesagt, hier unten gibt es so einen God-Mode. Einfach nach unten laufen, bis wir... Klaus, bitte mal auf die Seite. Hier oben einfach nach unten laufen, bis wir da gegen diese Kiste laufen. Er rennt dann hin und trifft uns nicht. Und jetzt können wir nämlich ganz gechillt mal was essen. So. Klar, zack. Und wenn er schreit, haben wir sogar die Chance, zwei Schläge reinzudrücken. Jetzt haben wir gleich die 600 Leben von ihm unterschritten. So, und jetzt gehen halt da die Kisten auf. Da habe ich mir jetzt eine Glock für eingesteckt. Muss man nicht, kann man natürlich auch hier. Muss halt immer aufpassen, dass man nicht vom Schrei betäubt wird, weil dann wird es halt böse. Dann können uns die ganzen Zombies halt vermöbeln. Und, ja, fressen wir halt den ganzen Schaden. Jetzt ziehen wir uns den Klaus wieder da unten hin. Ja, genau. Mach ich. Ja, komm, hier unten rum. Genau. Dann haben wir uns wieder hier gechillt in die Ecke. Können wir zumindest die nächste Machete mal ausrüsten. So. So, 400 Leben ruft er die nächsten Verbündeten. Und wieder schnell wegmacht oder halt auch ganz mit Nahkampfwaffen. Halt immer gucken, dass wir so stehen, dass das zwischen uns und ihm oder rauslaufen, je nachdem, wie man es haben will, dass man nicht betäubt wird. So. Klaus, bitte auf diese Seite kommen. Ja, und das war's schon. Oh, ah, zack. Und dadurch, dass wir halt von ihm hier 60 Punkte für den Season Pass bekommen und 6 Schlüssel brauchen, um seine... Ach, das war jetzt total genau verkehrt herum. Ist das ja halt eigentlich die beste Möglichkeit, Punkte für den Season Pass zu sammeln, indem wir immer die 6 Schlüssel sammeln und dann hier reingehen. Wer es natürlich hat und kann, sag ich mal. Und das erste Event für 2 Schlüssel bringt ja bloß 10 Punkte. Der Greg bringt, glaube ich, 30 Punkte für 4 Schlüssel und hier kriegen wir halt 60 für 6. Also hier kriegen wir quasi pro Schlüssel 10 Punkte, wenn man so will. Ach, jetzt weiß ich nicht. Ja, komm, ich war... Ja. Dritte Welle, genau. Ah, kann man jetzt... Ach komm, ich boxe nachher so. Man kann natürlich auch hier mit Scar reinlaufen. Problem ist halt, wenn man ihn zu schnell runter macht, hat man... Ja, das ist auch kein Problem. Ne? Bei 600 Leben kommen 3 Zombies dabei. Bei 400 Leben kommen 3 Zombies dabei. Bei 200 Leben, wenn man hier mit einer Scar reinrennt, auf der Stelle stehen bleibt... Kann man einfach alles über den Haufen mähen. Oh, aber er hat zumindest einige Kugeln dabei. Ein so ein Fragment und Lichterketten. Die Lichterketten, wie gesagt, die brauchen wir ja, wer es haben will, fürs Shopper-Skin in der Tankstelle. Oder man kann die hier auch in die Splitter zerlegen. Ich habe bis jetzt immer noch keine Ahnung, noch kein Video gefunden. Ich muss da weiter suchen auf YouTube, was es hier in der großen Kiste gibt. Brauchen wir 30 von den Splittern von. Gut, die Weihnachtsbaumkugeln können wir ja hier am Weihnachtsbaum eintauschen. Ja, 12 Stück haben wir jetzt gerade aus den 3 Kämpfen gekriegt. Also ich werde jetzt meine Schlüssel sammeln. Ich werde wahrscheinlich hier den Greg nie wieder machen und oben die kleine Welle auch nie wieder machen. Achso, kleiner Hinweis noch. Hier liegt ein Brief. Wenn man zum ersten Mal reingeht, liegt hier ein Brief in der Mitte.
Genauso beim Greg auch. Da liegt auch ein Brief in der Mitte. Ich habe also mittlerweile meine 5 Briefe zusammen. Jetzt habe ich hier schon Level 13 jetzt nur durch die Wellen hier gemacht. Briefe, genau. Fehlt mir jetzt der letzte noch, den es hier gibt in dem, sag gerade hier, in dem Tal. 490 Punkte habe ich auch schon wieder. Ich könnte hier schon wieder Kisten eintauschen. Gucken wir hier nochmal kurz rein. Ich habe eben zwischendurch einmal so eine große Kiste bekommen. Okay, 2 Verbandskisten und 2 Weihnachtskugeln. Dafür ja gestern im Livestream der ganze Grind, um die Punkte zu kriegen, hier diese Nistelzweige, um das hier immer eintauschen zu können. Juti, dann würde ich sagen, war es das gewesen, seltsame Fabrik, Bosskämpfe, mich wird wahrscheinlich nur der Klaus wiedersehen. Immer wieder kann man jetzt hier für 6 Schlüssel das, Lagerraum nennt sich das genau. Hier, das ist glaube ich, genau, Abfallentsorgung und oben das Event nennt sich Qualitätskontrolle. Gut. Ja, so viel dazu. Hoffe ich mal, konnte euch ein bisschen was zeigen. Vor allen Dingen wird wahrscheinlich das nicht jeder gewusst haben, dass man hier einfach gegen das Regal laufen und nach unten, dann bleibt man irgendwann hier automatisch an der Kante hängen. Ich laufe jetzt hier nur noch, also sieht man hinter meinem Kopf gar nicht, ich laufe hier gerade nur nach unten. Ja, und das war's schon. Bisschen Walltrick, Waffen sparen, Heilung sparen oder halt einfach reinlaufen, bam, 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 alles ummoschen, wie ihr lustig seid, wie ihr wollt. Würde ich sagen, bedanke ich mich an der Stelle mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet so ein paar Infos rausziehen. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Tag, Mahlzeit, schönen guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Vergesst nicht, einen Daumen da zu lassen, schreibt was in die Kommentare rein. Wer ins Discord kommen mag, ist auch ein Link unten in der Beschreibung, discord.me/chemiezock. Da gibt es auch schöne Informationen zum Season Update. Da tauschen sich auch die User untereinander aus. Ansonsten würde ich sagen, bis dahin, bye bye, macht's gut, bleibt mir treu, schaltet wieder ein, wenn es heißt Chemie zockt und bis dahin.